Hallo und herzlich willkommen zu unserem Explainer-Video über die Angst vor Reue. In diesem Video werden wir euch zeigen, wie die Angst vor Reue einem zu irrationalem Handeln führt und warum es deshalb wichtig ist, diesen Gedankenfehler gut zu verstehen. Reue hat jeder von uns schon mal verspürt. Reue ist nämlich das Gefühl, sich falsch entschieden zu haben. Man wünscht sich förmlich, jemand würde einem eine zweite Chance geben. Wir werden euch jetzt einige Beispiele nennen, die dieses Gefühl gut aufzeigen. Erster Fall. Stellt euch vor, ihr habt seit Jahren eine Aktie bei der Gaga Hühnerhof AG. Seit einigen Monaten jedoch überlegt ihr euch, die Aktien zu verkaufen und welche von Pen15 zu kaufen. Am Ende entscheidet ihr euch, es nicht zu tun und die eigenen Aktien zu behalten. 6 Monate später stellt ihr fest, dass ihr mit dem Kauf der Aktien von Pen15 einen Gewinn von 1500 Franken erzielt hättet. Zweiter Fall. Stellt euch vor, ihr habt seit Jahren eine Aktie bei der Gaga Hühnerhof AG. Seit einigen Monaten jedoch überlegt ihr euch, die Aktien zu verkaufen und welche von Pen15 zu kaufen. Am Ende entscheidet ihr euch, die Aktien zu verkaufen und welche von Pen15 zu kaufen. Nach 6 Monaten stellt ihr fest, dass ihr mit euren alten Aktien der Gaga Hühnerhof AG einen Gewinn von 1500 Franken erzielt hättet. Bei welchem Fall verspürt ihr mehr Reue? Obwohl beide Fälle identisch sind, verspüren laut einer Umfrage 92% der Befragten beim zweiten Fall mehr Reue. Dies liegt daran, dass beim zweiten Fall eine aktive Handlung vorliegt. Ebenfalls entspricht der erste Fall dem Normalverhalten, da die meisten Menschen ihr Geld über Jahre liegen lassen. Der zweite Fall ist daher eher eine Ausnahme. Offenbar empfindet derjenige mehr Reue, der aus der Reihe tanzt, dessen Verhalten nicht jenem der Mehrheit entspricht. Das Massenbeispiel. Stellt euch vor, ihr seid CEO eines Buchverlages und plötzlich schlägt die Technologie ein und alle anderen Verlage benutzen neue E-Books. Nur du denkst dir, so mache ich das nicht. Ich bleibe bei der alten Tradition, welche besagt, dass Bücher aus Papier bestehen. 6 Monate später gehen alle Verlage bankrott. Welcher der Verlage verspürt nun am meisten Reue und bekommt am meisten Mitleid? Genau, euer Verlag, weil ihr die einzigen sind, welche auf die E-Books verzichtet habt. Was man hier feststellen kann, ist die Tatsache, dass sich die meisten Menschen der Masse anschließen. Denn in beiden der oben genannten Beispiele fühlt immer die Person, welche aus der Reihe tanzt, mehr Reue. Dies führt zum sogenannten Massendruck. Die Angst vor Reue drängt uns bisweilen zu irrationalem Handeln, und um in Zukunft nicht das schreckliche Gefühl der Reue zu empfinden, tendieren wir dazu, konventionell zu handeln. Der Messi-Gedanke. Auch ein gutes Beispiel für die Angst vor Reue ist der Messi-Gedanke. Stellt euch vor, ihr seid ein ehemaliger Tennisspieler, der aber seit 4 Jahren kein Tennis mehr spielt. Die alten ausgeleierten Turnschuhe habt ihr trotzdem noch. Obwohl ihr die Schuhe seit Jahren nicht mehr benutzt, werft ihr sie nicht weg, da ihr euch denkt, man kann sie eventuell nochmal gebrauchen. Sie haben Angst vor dem Missbehagen, das sie in dem unwahrscheinlichen Fall erreicht, wenn sie die Turnschuhe doch noch einmal brauchen könnten. Genau das zeigt unsere Angst vor Reue. Nun kommen wir zu unserem letzten Beispiel, der letzten Chance. Stellt euch vor, ihr wolltet schon immer wildlebende Pinguine sehen, aber die Reisen zum Südpol sind immer extrem teuer. Am nächsten Morgen jedoch seht ihr eine Werbeanzeige in der Zeitung, in welcher steht, dass die letzte Möglichkeit ist, den Südpol zu besichtigen und somit auch wildlebende Pinguine zu beobachten. Ganz wahnsinnig vom Gedanken, dass ihr nie wieder wildlebende Pinguine sehen werdet, kauft ihr das Ticket für den gleichen oder noch höheren Preis wie vorher. Die Angst vor Reue hat sie vergessen lassen, dass es immer wieder Reisen zum Südpol geben wird. Dieses Beispiel zeigt uns, wie einfach es ist, unser Gehirn zu steuern. Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir tagtäglich zum Beispiel von Werbungen oder Aktionen beeinflusst werden, kann diese Angst vor Reue euer ganzes Leben umkrempeln und dies gelegentlich auf tragische Weise. Somit geben wir euch auf den Weg, lasst euch nicht von Unwahrheiten täuschen und bleibt stets wachsam. Ciao!